Und Kamera ab. Lochblende. Bitte. Es war eine unruhige Nacht, aber Sie erwachen ausgeruht. Was ist das dann neben Ihnen? Es ist ein Buch über Vampire. Nosferatu. Regisseur F.W. Murnau war besessen von der Idee, den realistischsten Vampirfilm aller Zeiten zu erschaffen. Sie begegnen Graf Orlok. Die Ouvertüre zu unserer Sinfonie des Grauens. Er fand einen Schauspieler. Ich möchte etwas schminken. Sie bekommen aber keine. Der die Rolle nicht nur spielte. Aber sie trinken nicht. Nein, sie verzichten auf ihr Blut. Sondern lebte. Was ist denn bloß los mit Ihnen? Woher haben Sie ihn denn nun wirklich? Lionsgate Films und Produzent Nicolas Cage präsentieren eine schaurige Geschichte über Besessenheit. Und Sie, mein Freund, kriegen keine Nahaufnahmen, nicht eine einzige. Das Unvorstellbare. Blut! Blut! Und Untote. Das ist der Verräter! Die für den Oscar nominierten John Malkovich. Ich werde meinen Film nämlich fertigstellen. Und Willem Dafoe. Das ist doch kaum noch Ihr Film. Shadow of the Vampire. Wieso nehmen Sie den Kameramann, Sie Ungeheuer? Wieso nicht die Maskenbildnerin? Die esse ich später.